Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Rote Beete, na gut. Dann pinne ich deine Nachricht mal an. Aber für rote Beete braucht man nämlich auch, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau. Genau, das ist neu. Das ist das Premium Expansion. Oh Gott, dann habe ich den Titel falsch beschrieben. Oh mein Gott, ey. Ah, statt EP. Oh, nein. Digga. Was mache ich denn? So. Schreiben wir es gleich mal richtig aus. Fertig. Genau, was wir... Also ich habe es mir jetzt gemietet. Das kannst du kaufen, aber ich habe es mir jetzt erstmal gemietet. Weil dieses Anbaugerät ist quasi für die Dämme zu erstellen. Es gibt den einmal in 3 oder in 6 Meter. Ich habe mir den in 6 Meter geholt, weil für das Feld, ja. Wisst ihr? So. Normalerweise würde ich ja noch einmal rumfahren, um das ganze Gestrüpp da wegzumachen, aber... Guck mal, seht ihr das? So, sagen wir mal runter mit dem Teil. Bisschen laut, hm? So, da werden schon die Dämme erstellt. Also maximal 12 km/h. Gefällt mir eigentlich. So. Und für den Anbau dieses Gerätes, den Grimme, für Dämme zu erstellen, Karotte, Pastinaken oder... Karotten braucht er halt dieses Fahrzeug. Also es gibt einmal 3 Meter oder einmal in 6 Meter. Hat man gebietet. Kriegt er unter die Kategorie Grimme. Funktioniert mit GPS. Weiß ich allerdings nicht, ob das mit Crossplay funktioniert. Das müssen wir auch noch ausprobieren, aber jetzt erstmal ohne Crossplay. So, da habe ich schon mal einen Shortcut für die Anleitung. Ey, so einfach geht das, ey. Das ist schon wahnsinnig. Aber das heißt, du musst schon zweimal fahren. Also erstens bereitest du die Dämme vor. Dann musst du natürlich die Saat ausbringen. Ja. Ich fahre jetzt erstmal jede zweite Bahn. Aber guck, dass du ein gescheites... dass du ein gescheites Frontgewicht hast, ey, weil, mir zieht's komplett den Arsch runter.
Finde ich einfach nur geil. Ich versuche mal ein bisschen was anderes. Mal einen anderen Blick zu erhaschen. Ist schon geil, die Animation, ne? Also ist schon... Saugeil, ey. Saugeil. Naja. Mal gucken. Also ich würde sagen, wir machen erstmal bis zur Hälfte. Hälfte von dem Feld und dann würde ich einfach sagen, holen wir uns mal die Ansehenmaschine dazu, weil die ist nämlich kleiner, wie ich das gerade gesehen habe auf dem Bild. Dauert zurzeit zwar seine Zeit, aber gefällt mir. Fand das wäre eine schöne Arbeit für dich. Dämme anlegen, Überschwemmung zu verursachen. Ja, nee, aber. Das Schöne ist, wir haben ja schon da hinten eine ganze Grimme-Abteilung, ne? Ob jetzt Zuckerrüben oder Kartoffelernter sind, ne? Mit Kisten. Das war ja damals noch von den LS19 das Grimme-DLC. Apropos LS19, liebe. Meine Lieben. Ich werde auch bald dort wieder ein wenig aktiv sein. Und zwar. Angefangen mit den Steuerungen. Weil ich habe auch hier wieder gemerkt, dass ich mir die Tastenbelegung für die Geräte zu aktivieren auf der Taste 3 von dem Logitech falsch programmiert hatte. Für Anbaugeräte, ne, Taste B, vorderes aktivieren statt Geräte 1. Die Belegung zu benutzen. Daher ja, muss ich mich da ein bisschen konzentrieren, weil ich habe nämlich auch vor, hier in dem Display nämlich auch noch die, es gibt ja so einen Mod, den will ich auch später für die FEM Multiplayer haben, dass wir nicht mehr diese Karte brauchen, sondern die Karte direkt hier oben im HUD-Menü, von den Traktoren haben, dass man weiß, wo wir sind. Aber verpulvert verdammt viel Kraft raus, ey. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Oh, verdammt. Hab's doch geahnt, ey. Das Paket kommt. Die zwei Pakete kommen genau dann, wenn wir fertig sind im Stream. Ach, heiliges Blechle. Na, jetzt gucken wir aber erst das Mal. Ich weiß, es haben sich noch zwei gewünscht, dass wir noch 2 Stunden mehr machen. So, das dürfte die Hälfte sein, ja. So. Jawohl. Rote Beete am Start.
So, trinken wir noch einen kalten Kaffee. Dann passt das. Naja, normalerweise hätten wir jetzt auch genug Geld, ja, um auch Feld uns das Feld 26 zu holen, um einmal wirklich komplett hier abzuräumen. Aber dafür müsste ich dann die Kaser auch auf dem Server hochschmeißen. Und das könnte nämlich dann auch bald passieren. So. Dann könnt ihr nämlich euch auch mal austoben. So, dann können wir mal kurz gucken, welcher Maschine wir dann brauchen. Der Anbau selbst erfordert, wie auch bei den bisherigen Wurzelfrüchten, Spezialisier- und Erntemaschinen. Mit dem Einzelkorntechnik von Querneland können Sie Samen direkt. Also gut. Querneland. Querneland. Werne, du Queroland. Ist natürlich auch kein Problem, ne? Könnte ja passen. Machen wir auch. So. So, sitzen. Na. Bisschen mal eine Außenansicht fahren. Weil normalerweise. Ich schraube das Gewicht drüber, nee, ne? Das. So. Ja, mal gucken, vielleicht habe ich ja das Glück und das Paket kommt doch ein bisschen früher. Die Vorstellung dafür würde ich eigentlich schon machen. Ganz schön Kraft. Genau. Die Maschine an sich, ich habe jetzt direkt hier bei Grimme geguckt und zwar war es die hier gewesen, ne? Also 270 PS, 6 Meter, 60.000. Also da
findet ihr auch das andere. Das andere Anbaugerät. Eigentlich eine schöne Sache, ich finde. Wäre natürlich was für den Waldra, weil der ja natürlich Pflegebereifung hat, aber jetzt gerade mal so drüber zu gehen, ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube auf dem Bild, muss ich sagen, ja, okay. Das sind ja jetzt Breitreifen, aber ich glaube, wir werden das mal mit dem Waldra ausprobieren und dem Pflegebereifung. Weil nicht, dass ich mir dann noch irgendwas zerstöre oder so. Oder ich weiß nicht, wird es da draußen so wirklich gemacht oder... Das wäre auch mal interessant zu wissen. So. Die ganzen Folgen, die ich jetzt auch aufnehme, werden dann auch wieder auf YouTube quasi... die jeweilige Playlist eingelegt. Könnt ihr mal abchecken, Hautbellerer experimentell. Sind schon ein paar einige. Ich glaube, wir sind bei Folge 28 schon. Auch wenn erstmal längere Pause war, aber es war einfach, um mir ein bisschen Gedanken zu machen. Wie baut man einen Milchviehbetrieb auf? Was brauchen wir dafür? Bürgermeister der Stadt, was uns er damit sagen will. Natürlich im französischen Haute-Belleron mit einem Kennzeichen aus Heidelberg. Ja. Da splüht doch die Fantasie des Bauern doch ein bisschen durch, ne? Naja. Aber ich hoffe, euch geht es gut da draußen. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Bei dem kalten Mittwoch, ey. Wow. Auch ganz schön schräg. So. So, dann haben wir das los. Dann können wir das gerade nochmal zurückfahren. So, dann haben wir sie schon die Dämme angelegt. Können wir uns mal die Saatmaschine mieten. Weil ihr merkt schon, dass ich vorne nicht zu viel Spiel habe. Ich hoffe natürlich, dass wir normale Saat benutzen können, weil dann hätte ich noch was im Lager. Könnte man nämlich gerade noch einen Abstecher auf für AdBlue-Tanken machen. Passt das. Dann bin ich nämlich auch mal gespannt, was nämlich der Ertrag da bringt, weil... Ob sie gut keimen? So, jetzt haben wir schon wieder die Randbeleuchtung vergessen, Ort zu machen, wenn wir mit so schwerem Gerät da rumfahren.